Hallo, ich bin Samuele, ich bin im vierten Lehrjahr und ich zeige dir heute, was man als Polymechaniker in der FISPA so macht. Komm mit! Wir arbeiten mit technischen Zeichnungen. Die brauchen wir, um Teile herzustellen. Aus diesen Zeichnungen werden Teile gefräst, gedreht, gebaut oder geschliffen. Das Besondere am Polymechaniker in der FISPA ist, dass wir für die Optiker Teile herstellen und die dementsprechend auch klein sind. Wichtig dabei ist das genaue Arbeiten mit der Maschine und von Hand. Hier mit dem Auflichtprojektor kann ich Teile berührungslos ausmessen. Wenn du hier eine Lehre als Polymechaniker in der FISPA anfangen willst, solltest du gute Rechnen, Geometrie und ein gutes technisches Verständnis haben. Auch wichtig ist Freude an Metallteilen. So, jetzt hast du einen kleinen Einblick bekommen, was ein Polymechaniker so macht. Und wenn du Interesse an einer Lehrstelle bei der FISPA hast, bewirb dich doch heute noch.